bisschen wie Nightmare Before Christmas. Okay, jetzt nicht mehr. Aber so gerade so zwischendurch so eine kleine Stelle vom Lied. Ach, Nightmare Before Christmas, auch ein sehr starker Film. Auch das Spiel für PlayStation 2 ist alles andere als schlecht. Okay. Kann ich da was aufnehmen? Tatsächlich. Was? Das muss ich nicht verstehen, oder? Also ich vermute mal, dass die Dinger dann irgendwie dafür sorgen, dass das Ding da hinten aufgeht, aber... Ich wiederhole nochmal. Und vor allem dieser Bereich da hinten. Wie kriege ich die Brücke runter? Das würde mich echt mal interessieren. Die muss ich irgendwie noch runterkriegen. Weil ich brauche diesen Gegenstand, was auch immer das ist. Ich brauche ihn. Aber es könnte sein, dass es vielleicht in dem Bereich ist, wo ich auch an das Ankh dran komme. Wo ich dann auch gerade keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Ah, ist das schön. Ist das schön. Diese Planlosigkeit. Scheiße. Och nein. Oh, wie dumm. Ich hab da... Ah, nur weil ich... Ah. Ich habe ja gerade vom Raussteigen gesprochen, ne? Machen wir heute mal den ersten Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, hier bin ich schon wieder. Also, was heißt schon, ja. Es war nicht wirklich lang, aber das muss ich euch einfach nicht nochmal zeigen. Vor allem, wenn das so Tode sind, wo ich einfach nur wirklich mich ungeschickt anstelle. Okay, das würdet ihr wahrscheinlich bei 90% der Toten so sagen, aber ich kann das Spiel halt einfach nicht besser. Okay, gut. Also ich brauche auf jeden Fall noch zwei Schalter, genau. Und zwei Objekte. Hier komme ich sogar schon dran. Ha, 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 ha. Schön, freut mich. Oder der Schalter hat hier vielleicht irgendwo einen Zaun weggemacht. Oder diese Wand weggemacht. Ich weiß es nicht. War ich hier schon mal? Das sieht für mich gerade komisch aus. Was ist das für eine Stufe? Die habe ich doch vorher noch nicht gesehen. Oder? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Gott. Ich kletter mal hoch. Weil wenn ich jetzt das Ank... Ach du Scheiße. Moment. Okay. Dann komme ich da drauf. Da war ich noch nicht. Zumindest hoffe ich das mal. Ich habe mich übrigens geheilt mit einem dicken Medipack. Shit, ey. Okay. Sehr gut. Sehr gut, Lara. Oh, leichte Clipping-Fehler. Es ist die Twilight Zone. Und die Frage ist dann jetzt nur für mich, wie komme ich schon wieder zurück? Das macht mich gerade irgendwie total kirre, dieses Bild. Also das ist dieser Teil hier, Clipping-Fehler. Wo ich dann einfach die Wand eines anderen Raumes da drin sehe. Kann ich da stehen? Oder kann ich hochgehen? Nee. Bitte Schalter, bitte Schalter, bitte. Ich möchte nicht noch weiter springen müssen. Hä? Ich gehe mal vorsichtig hier hin. Guck mal runter. Und sehe, dass ich da nur ganz viel rutschen kann. Schön. Was bringt mir denn der Kack? Also da unten war ich, denke ich mal schon mal. Vielleicht auch nicht. Ich verstehe das. Komme ich von hier aus vielleicht irgendwo hin? Da bin ich wohl irgendwie mal runtergefallen. Bin dann hier runtergerutscht. Und habe mich dann nicht mehr für diese Stufen interessiert. Oh, da unten liegt was. Hm, unter der Treppe. Hol ich mir gleich. Ah, was bringt mir denn dieser Hangel-Dingenskirchen? Das begreife ich gerade wirklich nicht. Oh, shit, ey, okay. So, okay. Ach, da kann man gar nicht rutschen. Doch, da kann man wohl rutschen. Bin gerade wirklich etwas überfordert. Oh! Oh, 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 oh. Okay, okay. Was war das jetzt? Mano! Ich habe ja schon gehofft, dass das die Brücke war. Okay.
Gut. Dann nehmen wir es halt so. Vielleicht hol ich mal das Medipack da unten doch nicht. Hab er nur noch 27 Stück oder so. Na, glücklicherweise sind die jetzt nicht so, dass das eine Schalter am Ende des anderen Levels irgendwas macht oder so. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Hoja! Sehr schön. Fuck! Was hab ich da schon wieder gehört? Das ist wieder so ein Drecksteil. Aber es ist Speicherpunkt, Speicherpunkt, Speicherpunkt. Und warum sind hier so viele Schalter? Es sind gar nicht so viele. Das ist eine Tür, okay. Dann komme ich wahrscheinlich dadurch. Und, ich bin jetzt hier oben, ganz oben. Stimmt, da habe ich auch so genau das Dingens hier gesehen. Richtig. Oh. Nehmen wir mit. Gerne. Gucken wir gerade mal kurz runter. So, okay. Weil ich glaube nämlich, wenn da unten jetzt diese Brücke, die direkt unter mir ist, aufgeht und nicht die andere, da ist was auf der Säule. Stimmt, das habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Richtig. Dann denke ich mal, dass dann die letzte verbleibende Brücke dann irgendwo doch irgendwo Richtung Anfang sein wird. Aber da habe ich doch eigentlich alles durchsucht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Schon zu lange her. 3 Tage oder so. Okay. Machen wir mal das Moped. Nein, Lara. Aber fast. Jetzt? Ja, das war der richtige. Genau, aber auf der anderen Seite... Oder? Scheiße, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ansonsten, ich gehe sowieso dann mal dahin, weil die anderen Bereiche... Okay, die anderen Bereiche habe ich ja schon alle durchsucht. Soweit ich das zu wissen glaube. Da hat meine Stimme wieder mehr gemacht als mein Gehirn. Okay, wo komme ich jetzt hier raus? Alles klar, da bin ich glaube ich runtergefallen. Dann komme ich wieder in diesen blöden Raum, wo ich gerade war. Wir nehmen aber lieber mal die Treppen. Nicht wahr? Was ist da unten? Nee, da möchte ich nicht hin. Hier ist schon okay. Hier ist in Ordnung. Was ist das? Achso. Hier war auch ein Speicherpunkt, glaube ich, ne? Habe ich recht? Ja, natürlich habe ich recht. Gehst du denn hier nochmal weiter? Scheiße, ich will eigentlich nur nach unten kommen, irgendwie. Da ist ja auch Wasser, ne? Wenn ich Glück hab, springe ich genau da rein. Dui! Wünscht mir Glück! Hervorragend! Das war ein richtiger Liebofeld! Okay, Scheiße, ich muss nach oben irgendwie. Ich glaube, hier bin ich sowieso schon richtig. Ich glaube, da ist genau da, wo ich hin möchte. Weil dieser eine Raum, der hat mich ein bisschen fertig gemacht. Direkt am. Genau der da oben. Weil, da ist so viel zu sehen. Ansonsten habe ich noch die Alternative, aber es ist zu weit weg. Dieser eine Bereich, wo ich wieder dachte, ich kam da nicht zurück. Oder ich käme da nicht zurück. Das wäre dann die nächste Alternative, falls ich hier wirklich nichts finde. Und zwar halt hier jetzt versteckt Ausschau nach Schaltern. Ja, nach Schaltern. Okay. Weil ich glaube, jetzt dürfen wir da hinten... Oh, kannst du mal an dem Mobiliar vorbeigehen, Lara? Dankeschön. Vielen Dank. Das müssen wir jetzt... Ja, genau. Hier ist die Brücke. Da ist nichts. Hinter dem Jönnchen da vielleicht irgendwie... Ne, da ist nur dieses Kupfergedönse. Ist nicht dein Ernst. War ich hier noch nie? Soll es ein Witz sein? Also dafür könnte ich mich jetzt schon wieder hassen, dass ich den übersehen habe, den Schalter. Das hätte mir einiges an Kryptik erspart in der letzten Aufnahme. Okay, gut. Dann können wir jetzt eigentlich unbeschwert uns die Sachen sammeln. Tada! Was auch immer das ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wird das nicht angezeigt, wie die Sachen heißen? Ein Skarabäus haben wir gefunden. Dann noch das Auge des Horus. So das, was wir gerade gefunden haben. Das da rechts ist garantiert irgendein Ankh oder so. Die heißen einfach Ankh. Ich weiß zwar nicht, was Ankh bedeutet, aber es ist ein Ankh. Oh ja! So, okay. Nein! Oh ja! Aber ich will gerade mal hier kurz checken,
Ist hier unten die Tür? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Die Unterwassertür. Irgendwo war die. Ja, okay, genau, hier war sie. Hervorragend. Da weiß ich da zumindest schon mal, wo ich hin muss, wenn ich... Weil ich schätze mal, wenn ich das vierte Objekt habe, dass sich die Tür öffnen wird. Weil ich wüsste nicht, warum ich uns immer anzeigen sollte. Hier, Achtung, Dennis, ne? Guck auf diese Tür, nachdem du dieses Objekt eingesammelt hast. Hoi! Und huppa! Ich vermute mal, es ist der kürzeste Weg. Boah, ich hab's gerade irgendwie... Kennt ihr den Film 23? Da habe ich gerade irgendwie voll Bock drauf. Frag mich bitte nicht, wieso. Ich glaube, ich muss da Woche mit der Julia mal angucken. Ist ein ziemlich guter Film, ziemlich guter deutscher Film, den ich auf damals, jetzt haltet euch fest, den habe ich auf Arte gesehen. Ihr kennt Arte, nicht wahr? Und ich fand den Film echt gut. Also der hat mich wirklich überrascht, der hat mich richtig gefesselt. Vor allem, weil es auch so also 80er und so und Commodore und so und ging da um eine Verschwörung und um Mafia und alles. Ziemlich cool auf jeden Fall. So, jetzt will ich aber wissen, wie das Ding heißt. Das Ankh-Kreuz, genau. Dankeschön. Ich kenne mich mit den ägyptischen Geschichten hier nicht so ganz aus, deswegen weiß ich nicht, was ein Ankh ist. Oh ja, irgendwas Heiliges. Muss ja. So, und zu guter Letzt noch diesen goldenen Korb, oder was auch immer das sein soll. Aha, was habe ich hier gesagt? Okay. Siegel des Anubis, okay, alles klar. Lass uns fallen. Am besten direkt ins Wasser. Und... Platsch. Nein. War das hier schon? Nein. Wo war die Luke? Luca Toni. Da war es okay, alles klar. Level geschafft? Ja, schade. Ich dachte, wenn die Kamera starr bleibt, das hätte werden können. Ansonsten, was haben wir? Boah, erstmal haben wir eine störrische Kamera auf jeden Fall. Ach, guck mal. Hoffentlich nicht zu weit schwimmen. Ich finde, das reicht für so ein Level, diese Art. Oh, Magnum. Nein, diesmal kommt nicht wieder das Tom Selleck. Einmal reicht. Oh, jedes Mal, wenn ich Magnum-Schüsse finde. Okay. Und, oh, das nehmen wir doch alles liebend gerne mit, ey. Ja, natürlich, natürlich. Ich versuch's nicht, wenn es hier Waffen unter Wasser gäbe. Aber ich finde, so langsam müsste auch mal Land kommen wieder oder Luft. Lara? Lara! Schwimm mal nicht an der Mauer vorbei. Ich brauche das Levelende. Bitte, bitte, bitte! Oder, wie gesagt, Luft. Oh ja, da oben ist Luft, da oben ist Luft, da oben ist Luft, da oben ist Luft. Ja, ich schaff das! Da ist keine Luft. Was? Nicht dein Ernst. Ah, hier ist Luft, okay. Okay. Hab ja ein bisschen Energie verloren. Scheiße. Och nö. Das muss ja jetzt wohl nicht sein, oder? Na komm, holen wir uns unten noch mal eben das Gezumpel. Ich hätte es wahrscheinlich sogar geschafft, wenn ich gewusst hätte, dass hier wieder Luft ist. Und wenn ich gewusst hätte, wo die Gegenstände sind, dass ich so viele bekomme. So, okay. Gut, dann schwimmen wir auf die andere Seite. Wie damals mit dem Bären. In Mission 2,5. Keine Ahnung. Hör auf mich anzuschreien, du Arsch. Falle ich doch mal laufen, Mensch! Dankeschön. Dankeschön. Okay, hier ist noch ein Schwerpunkt. Das heißt, der Level geht noch weiter. Super, Ast rein. Super. Schön. Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt die Kacke schon mal hinter mir habe. Es sei denn, es kommt noch was viel Komplexeres. Das kann natürlich sein. Ich hoffe es nicht, aber ich würde es nicht ausschließen. Okay, ist wieder all... Wieso wächst hier was? Was ist das? Okay. Aha. Komm, zeig dich, ja. Bada bada puff. Genauso will ich das sehen. So, ich will erstmal mich hoch. Weil kann natürlich durchaus sein, dass hier nur ein paar Mumien sind.
Dreckskack-Mumien. Oh. Da habe ich schon wieder was gesehen, was mir gefällt. Es gibt hier so viele Medipacks, ne? Das ist unglaublich. Weil ich spiele zum ersten Mal durch, ne? Und wenn ich eins habe, dann sind das Medipacks. Schon heftig. Was ich auch sehr gut finde. Weil ich sag mal, die meisten Gefahren bestehen ja eigentlich durch, ja, durch die Schwerkraft. Und jetzt tue ich mir selbst weh. Ja, na klar. War doof. Gebe ich ja zu. Okay. Ist unten irgendwas? Ein Schalter oder ein Schloss oder sonst irgendwas. Das sieht für mich alles sehr leer aus. Gut. Das heißt, dann bleibt eigentlich nur ein Weg, den wir jetzt noch gehen können. Und sowas mag ich. Sowas mag ich. Können wir davon da aus irgendwo hin? No. Klettert auch. So, gucken wir uns mal das Räumchen hier an. Gut, Räumchen ist gut. Es ist schon, kein Räumchen mehr. Warum ist da eine Palme, ey? Da oben ist bestimmt was drauf. Oder auch nicht. Alter, ist das ein Gerät hier. Ach, Moment! Sind wir jetzt hier wieder im ersten Level? Ich glaube schon, oder? Ja, da ist die Säule, genau. Und ich schätze mal, hier brauche ich die vier Artefakte. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Okay, was passt denn da rein? Ich behaupte mal Skarabäus. Jawohl! Oh, habe ich es drauf oder was? Ja, danke, dass du mir zeigst, dass es immer noch zu ist. Kein Problem. Aber war das eine Loch da, wo ich da gerade durchgekommen bin? War es schon im ersten Level auch zu sehen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Okay, da kommt das Auge rein von des Horus. Ja, oh Mann, du musst mir nicht immer wieder zeigen, dass die Tür sich nicht öffnet. Aber ich komme ja wahrscheinlich sowieso nicht hin, wenn ich nicht alle vier Sachen hätte. Ujo, nicht zu weit, danke. Ich habe keine Lust, wieder auftauchen zu müssen. Das Ankh. Der, die das Ankh. Genau. Und, was war das Auge des Anubis? Ich glaube schon. Oh, oh, oh. Ne, Siegel des Anubis. Das Auge war vom Horus. Das sieht wieder so nach Dinosaurier aus, ne? Ist unglaublich. Okay. Und Ledor war dort hinten?